Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, dieses Video ist weder pro noch contra William Toole. Weder eine Glorifizierung noch eine Kritisierung. Es soll dir dabei helfen, dir selber deine Meinung zu bilden. Hör genau hin. I believe that we're heading into what I call a perfect storm. You know, Germany has been relatively stable. Ich glaube, wir bewegen uns auf etwas zu, was ich den perfekten Sturm nenne. Wissen Sie, Deutschland hielt sich über 70 Jahre lang relativ stabil. Jedoch verläuft Geschichte wellenförmig und 70 Jahre sind nun lange genug. Insofern denke ich, dass wir in Kürze einen perfekten Sturm in Deutschland erleben werden, unter anderem aufgrund der viel zu strengen Gängelung aus Berlin. Wenn ich von einem perfekten Sturm spreche, dann meine ich damit nicht etwas, das für deutsche Familien schlecht ist, sondern etwas, das befreiend für sie ist. Es ist etwas Gutes. Dennoch glaube ich nicht, dass sich irgendwer in Deutschland dramatische Veränderungen herbeisehnt. I don't think that anyone in Germany really desires dramatic change, but you know, Abraham Lincoln said that it is circumstances that make a president. Aber wissen Sie, Abraham Lincoln sagte, es sind die Umstände, die einen Präsidenten ins Amt heben oder ihn zu Fall bringen. Ich glaube, die Umstände sind im Begriff, sich dramatisch zu verändern. Und im Frühjahr des nächsten Jahres werden wir es mit einer komplett anderen politischen Situation zu tun haben. In which direction do you think? I said it would a dramatic change. Ich sprach von dramatischer Veränderung. Ich denke, das heutige Führungspersonal und die Art der politischen Situation, ebenso wie der Führungsstil, haben sich wie ein roter Faden von Adenauer bis hin zu Angela Merkel durchgezogen. Ich glaube, die Kanzlerin, ihr Kabinett und all die Menschen, von denen sie die ganze Zeit über abhängig war. Wissen Sie, mit Angela Merkel ist es so, dass sie einfach nur Gartenzwerge von Beet zu Beet versetzt und das dann als Reform verkauft. You know, with Angela Merkel, it's like she takes the garden gnomes and she shifts them around from place to place in the yard and she says, this is reform. But of course, it's not reform at all. Doch natürlich sind das keine Reformen. Insofern denke ich, dass die Kanzlerin und all die Menschen, von denen sie abhängig ist, im kommenden Frühjahr weg sein werden aus Deutschland. Eine völlig neue Gruppe von Führungskräften wird übernehmen. Staatsmänner, welche erfüllt sind von einem tiefen Gefühl der Fürsorge für die deutsche Familie und für das, was ihnen gerade widerfährt. Diese haben aktuell nämlich keine Kontrolle mehr über die Gestaltung ihrer Zukunft. Sogar Entscheidungen, die Covid betreffen, werden weder mit dem Bundestag noch mit dem Parlament der Länder abgestimmt. Keiner hat mehr irgendeinen Einfluss auf die eigene Zukunft. Daher denke ich, dass wir im kommenden Frühjahr ein völlig neues politisches System vorfinden, mit einer Gruppe völlig neuer Gesichter, die frischen Wind bringen werden. Oh, die Deutschen werden nach etwas anderem suchen als nach Sicherheitsnetzen. Nach etwas anderem suchen, als einfach durchs Leben zu kommen. Anderen Leuten zu erlauben, ihnen Sicherheit zu geben. Ich denke, die Deutschen werden zum ersten Mal seit 75 Jahren darüber hinausschauen. Und ich glaube, dass diese Krise, von der Sie sprechen, die Wirtschaftskrise, ein Weckruf ist. Denn solange sich alles leicht bewegt, solange das Sicherheitsnetz sicher ist, solange es scheinbar für immer Frieden gibt, dann werden die Deutschen nicht nach Veränderung fragen. Sie werden nicht Veränderung wählen. Deshalb denke ich, dass uns manchmal Schwierigkeiten und Probleme geschickt werden, in einem Maße, dass wir gezwungen sind, aufzuwachen. Wir sind gezwungen, nach etwas Neuem zu suchen. So denke ich,
Diese wirtschaftlichen Probleme werden kommen. Ich denke, der Rückzug Amerikas verursacht schwere Probleme. Ich denke, dass Merkel die Schrauben weiter so fest anziehen wird, dass die Deutschen sich schlecht fühlen. Die einzige Königin. Und ich denke, dass wir anfangen, die Inflation wahrzunehmen, was zwangsläufig ist. Ich unterrichtete internationale Wirtschaft für eine sehr lange Zeit. Die Anleihen, die sie macht, um zu versuchen, die Pandemie zu kontrollieren, die Anleihen und Haftungsverpflichtungen, die sie beide macht, innerhalb Deutschlands und außerhalb, für den Versuch, Europa zusammenzuhalten, was sie garantiert, sodass wir bis zum Frühjahr eine Inflationsrate von 4% haben werden, vielleicht sogar etwas mehr. Nun, für die meisten Länder, wen kümmert's? Für die Deutschen, die Geld sparen und Angst vor der Inflation haben, die der Mittelschicht ihre gesamten Ersparnisse raubt? Ich denke, 4% Inflation. Wenn sie ansteigt, wird das ein Problem sein, das sie nicht bewältigen kann. Genau. Und auch die Einwanderungssache ist nicht vorbei. Die deutsche Bevölkerung glaubt, es sei vorbei. Aber es gibt immer noch Einwanderung, von der ihre deutsche Bevölkerung nichts weiß. Durch diese Agentur und durch jene Agentur ist nur, passiert das heimlich. Einwanderung, jetzt, und es wird sich durch den Frühling fortsetzen. Also, je mehr Wahrheit herauskommt, beim perfekten Sturm kommt alles zusammen. Sie könnte leicht mit einem Problem umgehen. Sie kann mit zwei von ihnen mühelos umgehen, aber sie kann nicht mit drei von ihnen umgehen. Und das ist der Wind oder die Umstände. Der einzige Maßstab, der ihre Regierung aus dem Amt entfernen wird. Deutschland braucht einen frischen Wind. Es braucht das Gefühl, dass den Deutschen vertraut wird, sich als Deutsche mögen, die sich gegenseitig mögen, als Deutsche. Und sie müssen ein Gefühl der Freiheit spüren. Sie müssen in ihre zukünftige Geschichte einbezogen werden, die sich in 70 bis 75 Jahreszyklen bewegt. Genug ist genug. Es ist jetzt an der Zeit, dass die freien Deutschen frei sind, dass sie aufrecht stehen. Sie sollten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sitzen. Sie sollten in der Führung der WTO und des IWF und der Weltbank sein. Die Deutschen haben viel zu geben und sie geben es nicht. Der perfekte Sturm wird die Türen öffnen und frische Luft hereinbringen. Ich kann Ihnen nur sagen, was mächtig in meinem Herzen ist, und das ist Geschichte. Wie Sie mich schon einmal sagen gehört haben, bewegt sich in Zyklen, 70 bis 75 Jahre. Genug ist genug auf Deutschland. Es ist jetzt Zeit für etwas ganz Neues. Und so werden sich Ihre Umstände in den nächsten Monaten dramatisch verändern. Im Vergleich zu den letzten 75 Jahren dramatisch. Und im Frühjahr, vielleicht im Mai oder Juni, ich weiß keinen genauen Zeitpunkt, wird es einen perfekten Sturm geben, der über Deutschland hinwegfegen wird. Sie haben gehört, wie ich das gesagt habe. Sie haben gehört, wie ich die Elemente dieses Sturms beschrieben habe. Aber der Zweck dieses Sturms ist es, Sie von der Knechtschaft zu befreien, über die Sie gerade sprechen. Die Deutschen sind in Knechtschaft, aber ein Teil davon ist Selbstknechtschaft, eine Selbstgeißelung. Und Sie sind tatsächlich etwas süchtig danach geworden. Aber es macht dich schwach und es bringt dich aus dem Gleichgewicht. Ich mag den Begriff schiefgelaufen. Und davon profitieren die Leute außerhalb Deutschlands sehr. Die halten dich gerne verwirrt und aus dem Gleichgewicht. Es sind also die Umstände, die sich ändern werden.
Und daraus werden die Deutschen gezwungen sein, sich zu ändern. Sie wissen, dass sie zunächst gezwungen werden müssen, sich zu ändern. Und dann, wenn sie in die Freiheit kommen, werden sie sie nicht mehr aufgeben wollen. Aber sie brauchen neue Anführer, neue Leute. Ich muss kommen und eine andere Perspektive aufzeigen. Und ich glaube, dass der perfekte Sturm, wie ich ihn nenne, wahrscheinlich noch ein paar Monate entfernt sein wird. Sie wissen, wie es ist. Ich muss es nicht wiederholen. Es ist die steigende Inflation aufgrund von zu vielen Schulden. Nicht die Schulden, die im Haushalt stehen, über die Sie lesen, aber die Versprechen und Haftungsverpflichtungen, abgemacht in Ihrem Namen als Deutsche, von denen Sie nichts wissen. Und das ist fast so viel wie der gesamte Haushalt. So wird die Inflation steigen. Die Zuwanderung, die 2016 eigentlich schon vorbei sein sollte, steigt tatsächlich. Aber niemand redet mit Ihnen darüber. Sie haben einen Brand in einem Lager, Sie haben 20.000, Sie haben eine Zuweisung, Sie haben weitere 20.000, Sie haben etwas anderes. Jeden Monat ist es etwas, aber niemand erzählt Ihnen davon. Wer kommt, wie viele Sie versorgen? Und die dritte Sache ist, es gibt zu viel Kontrolle in Deutschland. Ich betrachte heute auf Go, dass Merkel ihren Kurs umgekehrt hat. Aber warum hat sie eine harte Abregelung gefordert, wenn andere Nationen lockern, weltweit? Corona ist um 16% gefallen. 16 amerikanische Staaten sind weit offen, haben Baseballspiele mit 50.000 Menschen in einem Stadion, ohne Masken, ohne soziale Distanzierung. Menschen auf der ganzen Welt haben wieder Spaß, aber in Deutschland ist mehr und mehr Kontrolle. Ein Weg, das mitzuteilen, dass Sie immer fragen und verlangen Sie Antworten. Was steckt dahinter? Wie ist eigentlich gewesen ist? Was ist wirklich wahr? And they demand Deutsche stellen zurzeit keine Fragen, wissen Sie. Die sind gehorsam. Sie haben keine Fragen. Also, üben Sie heute an mir. Ich habe mich bewegt. Üben Sie an mir. Stellen Sie schwierige Fragen. Und dann fangen Sie erst einmal an, respektvoll zu fragen. Gehen Sie dem perfekten Sturm nicht voraus. Tun Sie das nicht. Gehen Sie jetzt nicht da raus und versuchen Sie, die Leute zu überzeugen, denn Sie werden ständig mit dem Kopf gegen eine Backsteinmauer stoßen und die Matrix schluckt Sie. Warten Sie auf den Sturm. Sie waren 75 Jahre geduldig, seien Sie noch ein paar Monate geduldig. Wenn der Sturm kommt, werden die Deutschen nicht wissen, was passiert. Was ist los? Was passiert? Dann können Sie anfangen, Fragen zu beantworten. Sie können sich stärker engagieren, aber kommen Sie dem Sturm nicht zuvor. Okay, wenn Sie also denken, Achtung, fertig, los. Das ist richtig. Also, wenn Sie dem Sturm zuvorkommen, werden Sie verletzt. Dann werden Sie sich selbst verletzen. Warten Sie auf den Sturm. Haben Sie Geduld. Lassen Sie ihn kommen. Sie werden ihn spüren, bevor andere ihn spüren. Sie wissen, wie er aussieht. Das ist gut. Danach müssen Sie anfangen, schwierige Fragen zu stellen, und zwar respektvoll, und Antworten verlangen, denn Ihre Führer haben keine Antworten. Aber Sie verlassen sich darauf, dass Sie keine Fragen stellen werden. Üben Sie also heute hier, Deutsch zu sein. Where is it all going, etc.? Die Lösung besteht immer aus zwei Teilen, okay? Und Folgendes sage ich durchgängig an alle. Nummer eins, ihr könnt es nicht alleine schaffen. Der tiefe Staat, wie ihr es nennt, ist zu mächtig. Angela Merkels System ist zu mächtig. Und ihr könnt auf Demos gehen und ihr könnt Schilder hochhalten und schwenken, aber ihr erreicht damit gar nichts. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ein perfekter Sturm gerade aufzieht. Vielleicht einmal in 200, 300 oder 400 Jahren gibt es aus wettertechnischer Sicht einen Sturm, bei dem große Hoch- und Tiefdruckgebiete und arktische Luft an einem Ort zusammentreffen und es eine erstaunliche Aufruhr gibt.
Und es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass es einen perfekten Sturm aus wettertechnischer Sicht gibt. Aber dies ist ein perfekter Sturm, der innerhalb der nächsten Monate in Deutschland oder über Deutschland sein wird, sicherlich in diesem Sommer. Ich habe gesagt, bis zum späten Frühjahr, was in Deutschland wohl Ende Mai oder Juni wäre. Also dieser perfekte Sturm ist nicht von Menschen gemacht. Aber er wird euch enorm helfen. Er wird jedem Deutschen helfen, der die Freiheit will. Er wird ihnen eine offene Tür und frische Luft geben. Ihr werdet also Gelegenheiten haben, ihr werdet Möglichkeiten geboten bekommen, wie ihr sie in den letzten 75 Jahren noch nie hattet. Also müsst ihr euch gleichzeitig eine neue Mentalität aneignen, weil die Mentalität in Deutschland verfälscht ist. Es ist eine besetzte Mentalität und ihr wisst es. Die Deutschen wissen, dass sie ein besetztes Land sind. Aber ihr seid süchtig danach geworden, besetzt zu sein. Ihr habt euch sozusagen gemeinsam mit euren Besatzern mitschuldig gemacht. Also, es wird hier einen perfekten Sturm geben. Das heißt steigende Inflation, unter dem Tisch stattfindende Einwanderung und zu viel Kontrollausübung, zu viel Kontrolle über die Deutschen. Dahingehend gibt es praktische Dinge, die man tun muss, die man vorbereiten muss, die man sich einstellen muss für den perfekten Sturm, weil man sonst mit der gewohnten Mentalität nach dem Sturm immer noch aus dem Gleichgewicht wäre. Die Tür ist offen, die Möglichkeiten sind da, aber euer Verstand ist noch in der Verwirrung. Was ich euch heute also hier sage, und ich sage es jedem Deutschen, der mir zuhören mag, okay? Haltet euch fern von Gewalt. Das wird euch überhaupt nicht helfen. Damit spielt ihr ihn nur in die Hände. Haltet euch von Waffen fern. Aber Nummer eins ist, ihr müsst wirklich anfangen, euch selbst als Deutsche zu lieben. Noch einmal, eure Vorväter, bevor wir eure Geschichte komplett umgeschrieben haben, haben es geliebt, Deutsche zu sein. Eure Vorfahren genossen, wer sie waren. Sie liebten die Berge und die Flüsse und den fruchtbaren Boden. Sie liebten es, Deutsch zu sein. Sie liebten deutsches Bier, sie liebten deutsche Würste, sie liebten deutsche Familien, deutsche Freunde. Um ehrlich zu sein, wenn man nach Deutschland kam, ob es in 1903 oder 23 oder 34 war, ging von den Deutschen die Ausstrahlung einer verliebten Frau aus, weil sie verliebt waren. Sie waren nicht in einen Mann verliebt. Man sagt euch, sie waren in einen Mann verliebt. Das stimmt aber nicht. Sie waren im Land, in ihr Land verliebt. Sie waren in eine Lebensart verliebt. Sie waren in ihre Sprache verliebt. Sie waren in ihren Vorfahren verliebt und in das, was sie in der ganzen Welt erreicht hatten. Und so gab es hier eine Liebesaffäre. Deutsche mochten sich als Deutsche und sie mochten andere Deutsche als Deutsche und sie hatten einen wunderbaren Sinn für Humor und ihr Leben war gut. Sie hatten viel mehr Spaß als die Deutschen heute. Sie mussten nicht diese ganze Bürde mit sich herumtragen. Also sage ich zu jedem Deutschen, der mir zuhört, hört auf, Deutsche zu kritisieren. Hört auf, über Deutsche zu urteilen. Hört auf, an anderen Deutschen etwas auszusetzen, okay? Lasst es einfach sein, denn ihr spielt euren Feinden direkt in die Hände. Ihr haltet euch selbst gespalten, wobei ihr euch dringend vereinen müsst. Also tut es nicht mehr. Hört auf damit. Keine Negativ mehr. Kein Gemecker mehr. Das bringt euch nicht weiter und macht eure Feinde sehr glücklich. Teilen und Herrschen funktioniert immer. Das ist genau richtig. Und Nummer zwei ist, dass ihr zukunftsorientiert werden müsst. Die Zukunft für Deutschland war noch nie so rosig wie jetzt. Dieser perfekte Sturm wird euch frischen Wind bescheren. Er wird euch neue Anführer hervorbringen für euch. Anführer, die ein großes Herz und starke Liebe für deutsche Familien und deutsche Kinder haben. Und sie werden automatisch an die deutschen Kinder denken, die noch nicht geboren sind. Dann könnt ihr euch gewiss sein, dass ihr genau die richtigen Anführer habt. Eure Feinde wollen, dass ihr über die Vergangenheit redet. Sie möchten euch in der Nazi-Zeit gefangen halten. Sie werden die ganze Zeit versuchen, euch immer wieder dahin
hineinzuziehen. Ihr müsst damit aufhören. Es ist eine Falle. Geht diese aus dem Wege. Wenn sie anfangen, über Nazis zu reden und über jene Zeit zu reden, ob es richtig war oder es damals richtig war oder dieser Zeitpunkt, dann müsst ihr den Spieß einfach umdrehen und ihnen folgende Frage stellen. Warum seid ihr so besessen von diesen Dingen? Und die Deutschen müssen sich heute nur auf die Zukunft ausrichten, ausschließlich auf die Zukunft. Die Zukunft ist hell, sie ist wunderschön und steht unmittelbar bevor. Ihr habt euch 75 Jahre lang in Geduld geübt. In nur wenigen Monaten wird euch eine Chance zuteil. Doch keine Negativität mehr, keine Vergangenheit mehr. Wendet euch dem Positiven zu. Konzentriert euch auf die Zukunft und ihr müsst anfangen, euch selbst als Deutsche zu lieben. Es gibt so viel herrlich Gutes in euch. Dieses große deutsche Herz, das am 8. Mai 1945 verbrannt und verschlossen wurde, dieses Herz muss jetzt geöffnet und zum Blühen gebracht werden. Es ist ein wunderbares Herz. Und unter, sowie hinter diesem Herzen, befindet sich die deutsche Seele. Und zu dieser deutschen Seele hat man euch gesagt, dass etwas nicht stimmt. Man hat euch eingeimpft, dass dort etwas Böses sei. Dass wenn ihr jemals die deutsche Seele wieder ihr öffnet, ihr wieder verrückt werdet, weil dort etwas Teuflisches steckt. Das ist eine Lüge. Es ist eine abgrundtiefe Lüge. Was Adenauer gesagt hat, war eine Lüge. Man kann den Deutschen einzeln sowie kollektiv trauen. Man kann euch mit der Gestaltung eurer eigenen Zukunft trauen. Absolut, voll und ganz. Und es gibt absolut keinen Grund für Schamgefühle in Deutschland. Es gibt nichts Schlechtes in der deutschen Seele. Ich habe die deutsche Seele selbst gesehen. Sie ist schön. Sie ist offen. Sie leuchtet. Sie ist fleißig. Sie ist großzügig. Sie ist hingebungsvoll. Das ist alles, was sich dort befindet. Es gibt nichts Dunkles in der deutschen Seele. Ihr wurdet belogen. Also fallen die Schuldgefühle weg, der Scham ist weg. Und ich kann euch sagen, die Deutschen, die heute hier leben, sind so unschuldig, so rein wie weißer Schnee. Okay? Und jetzt müsst ihr das einsehen. Und ich sage euch die Wahrheit. Und alles, was ihr jetzt tun müsst, ist euren Geist zu öffnen und von diesen Lügen zu befreien, die dort eingepflanzt worden sind. Das ist alles, was ihr braucht. Der perfekte Sturm besteht aus drei Faktoren und die Inflation ist der dritte Faktor. Aber die deutsche Kanzlerin tut aktuell so, als gäbe es keine Inflation. Bei den letzten Steuerdebatten im Bundestag erwähnte sie die Inflation mit keinem Wort, sondern sprach tatsächlich sogar nur von Deflation. Allerdings ist allgemein bekannt, dass Inflation ein ernsthaftes Problem für deutsche Familien darstellt. Der perfekte Sturm ist die heimliche Einwanderung durch die Hintertür. Nie wieder wird die Kanzlerin Millionen Menschen erlauben, einfach so ins Land zu kommen, ohne sich auch nur der geringsten Überprüfung ihrer Identität oder Herkunft zu unterziehen. Das kann sie nicht noch einmal machen. Allerdings kann sie weitere Einwanderung auf verschiedene Arten verschleiern, zum Beispiel durch den UN-Migrationspakt oder dass die EU sagt, oh, da ist ein Flüchtlingslager abgebrannt, oh, wir müssen nett zu den Kindern sein. Immigration findet also weiterhin statt, allerdings im Verborgenen. Ihr natürlicher Kontrollmechanismus ist für die Situation immer zu streng, immer ein bisschen zu viel. Als ob sie den Deutschen ihre eigene Zukunft nicht zutrauen würde. Drittens wird sie den Deutschen erst von der Inflation erzählen, wenn diese längst da ist. Sie wird mal wieder warten, bis es ein bisschen zu spät ist. Es ist genau diese Inflation, die die deutschen Familien nicht mehr abfedern können. Immigration wirkt sich negativ auf Tausende von deutschen Familien aus, wie wir es hier in Köln gesehen haben. Aber das macht nur einen kleinen Prozentsatz aus. Die Inflation ist jedoch gefährlich für alle deutschen Familien. Es beraubt sie ihrer Ersparnisse. Wissen Sie,
Die Bundesbank war seinerzeit die Zentralbank mit dem weltweit höchsten Ansehen, denn dort dachte man mit großer Sorgfalt und managte die Stabilität der Währung äußerst besonnen und akribisch. Sie gab den Deutschen das behagliche Gefühl, arbeiten, planen, in den Ruhestand gehen und Kinder großziehen zu können. Jedoch gibt es sowohl die Bundesbank als auch die Deutsche Mark nicht mehr. Dafür kommt die Inflation schleichend, ohne dass sie jemand bemerkt, bis die Kanzlerin sie zur Sprache bringt und die Menschen warnt. Inflation, unless the Chancellor brings it up and warns people, it can creep in without being seen. I wrote a recent blog Ich benannte neulich in einem Beitrag 9 konkrete Anzeichen dafür, dass die Inflation Deutschland bereits erreicht hat. Eines der einfachsten ist, dass wir früher viele Dinge hatten, die als Gefälligkeiten galten, menschliches Entgegenkommen bei Dienstleistungen, die Art und Weise, wie wir miteinander umgingen. Und alles war kostenlos. Jetzt ist es nicht mehr kostenlos. Seit Covid haben wir eine neue Normalität, neue Umstände. Es kam nicht nur heimlich zu qualitativen Verschlechterungen, sondern darüber hinaus ebenso heimlich auch zu reduzierten Warenmengen und Verpackungseinheiten. Außerdem zahlen wir jetzt für zahlreiche Dienstleistungen. I mean, it's almost ridiculous now. Es ist geradezu lächerlich, wenn man heutzutage eine Kopie machen will, dann berechnen sie dafür 15 Cent. Früher war das kostenlos. Es gäbe noch viele weitere Beispiele. Alles, was den Deutschen das Geld aus der Tasche zieht, das ist Inflation. Außer, wenn es gleichzeitig Preissenkungen oder Lohnerhöhungen gibt. Ich behaupte, es sind bereits ein Dutzend verschiedene Indikatoren für Inflation erkennbar, die jede deutsche Familie um ihre Lebensqualität und ihre Zukunft bringen werden. Already here, and that will rob every German family of the quality of life of the in their future. Ab wann genau betrachten Sie Inflation als eine echte Bedrohung? Hat sie in kontrolliertem Umfang nicht auch gute Seiten? Tomorrow I get to have an interview with Morgen werde ich eine Unterhaltung mit einem der deutschen Chefökonomen führen. Wir werden uns über expansive Geldpolitik, Zentralbankpolitik, Zinsswaps und all diese Dinge unterhalten, die zugegebenermaßen nur für uns Akademiker relevant sind. Jedoch würde ich sagen, dass im kommenden April die Inflation im Bereich zwischen 4 und 4,5% liegen wird. Allein das ist schon ziemlich verheerend. Nicht so sehr wegen der finanziellen Auswirkungen, sondern wegen der emotionalen. That alone is somewhat devastating, not so much because of the financial impact, but because of the emotional impact. Was ich dieser Tage auf Deutschlands Straßen beobachte, ist, dass die Deutschen auf der verzweifelten Suche nach echter Klarheit sind. Sie sehnen sich nach jemandem, der ihnen erklärt, was wirklich vor sich geht. Ich kann nicht erkennen, dass die Deutschen, natürlich hatte Deutschland 75 Jahre lang keine Visionen oder Träume mehr gehabt. Diese hat man verbannt, und das ist schlecht. Of course, Germany's had no vision or no dream for 75 years. That's banned. Inflation, let's say at even 4% in April, emotionally is devastating. It comes on top of COVID. It comes on top of an American election in which all of a sudden Germans feel knackig, they feel naked. Die Frage von Gernot ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir werden in Deutschland eine Inflation haben und Sie wissen, dass allein Deutschland Angst vor der Inflation hat. Vielleicht werden es im Frühjahr 4% oder 4,2% sein. In den meisten Ländern würde sich niemand darum kümmern, aber die Deutschen sparen Geld. Sie sparen 23% von allem, was sie verdienen. Deutschland ist eine Nation von Menschen, die zu diesem Zeitpunkt ins Rentenalter kommen. Wenn Sie eine Inflation von 4% oder mehr haben und Sie haben eine Kanzlerin und einen Finanzminister, die sich verschulden und eine riesige Menge an Schulden auf die Zukunft des deutschen Volkes legen, ohne sie in den Länderparlamenten zu fragen, ohne sie im normalen Parlament zu fragen. Die Deutschen haben keinen Einfluss auf diese Verschuldung, die da stattfindet.
Germans have no input into this borrowing that is going on. And it's not the borrowing. Und es ist nicht die Verschuldung, die Sie in der Zeitung sehen, von der Scholz erzählt. Es sind Eventualverbindlichkeiten. Es sind Versprechen, die als Teil von Verträgen gemacht werden. Es sind alle möglichen Ausgaben von deutschen Einnahmen, jetzt und in der Zukunft, die Sie massiv belasten. Daraus muss die Inflation kommen. Wenn sie bei 4% liegt, wird sie steigen und die Deutschen werden jetzt eine neue Angst haben. Zusätzlich zu der Covid-Angst, die nicht verschwinden wird. Und sie wissen, dass sie nicht verschwinden wird, weil sie ein Teil des größeren politischen Problems ist. Die Deutschen waren immer schon freiheitsliebende, familienliebende und friedenliebende Menschen. But they make terrible slaves. Sie sind ganz schreckliche Sklaven. And when control is too great, und wenn die Kontrolle zu groß ist, without good explanation, ohne dass erklärt wird, warum das so ist, then Germans have a tendency to awake. Und dann könnte es sein, dass die Deutschen aufwachen. Dann tendieren Deutsche aufzuwachen. Yeah. And that is the third of the storms. Das ist der dritte der Stürme. Any one storm your government can handle. Einen von den Stürmen kann die Regierung schon mal handeln. Any two of these storms they can handle with great difficulty. Zwei davon können sie nur ganz schwierig handeln. But three storms of this type at the same time they can't handle at all. Und drei Stürme zur gleichen Zeit können sie gar nicht handeln. Which means those who are today making the decisions will have to go away. Das bedeutet, dass die heutzutage die Entscheidungen treffen, gehen müssen. They have no answer for the storms because they helped create them. Die haben keine Antworten auf die Stürme, weil sie ja geholfen haben, sie zu erzeugen. And most importantly, they have absolutely no answer for love. Und sie haben überhaupt keine Antwort auf Liebe. They don't even know what it is. Sie wissen überhaupt nicht, was das ist. Ihr werdet diesen Mut haben müssen. Wenn ich heute in Deutschland auf Mut stoße, ist es fast immer bei den Frauen, fast nie bei den Männern. Okay, you understand me? Yes, I totally understand. Okay, all right. So, ich denke, dass man in Deutschland von einem Eckpfeiler spricht. Es sind zuerst die Frauen, die die Dinge spüren. Sie spüren den perfekten Sturm. Sie spüren die Bedeutung des perfekten Sturms. Und für eine Weile wird es der Mut sein müssen, der von den Frauen ausgeht, deren Namen heute vielleicht noch niemand kennt. Und, you know, I was listening to someone's. Es war einfach so erstaunlich, wie viele Leute mich ermutigt haben und mir Dinge geschickt haben und Gedichte und so. Und jemand hat mir neulich ein kleines Video geschickt von uns, das einfachste kleine Lied, gesungen von einer Deutschen. Und es hörte sich an, als säßen sie gerade auf ihrer Veranda und würden singen. Und jemand hat es mit dem iPhone aufgenommen. Und ich habe angefangen zu weinen und konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Sie hatte nur eine Gitarre und war nicht großartig und gar nichts, aber sie war einfach und sie hat einfach ein deutsches Lied gesungen, das sie schrieb, und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Also Frauen müssen aufstehen und ihren Mut nehmen, anfangs. Und Männer werden dazukommen und deutsche Männer werden dazukommen. Aber sie wissen nicht, wie man sich als Mann verhält, weil man ihnen gesagt hat, stark zu sein ist immer falsch. Das hat man ihnen seit ihrer Geburt erzählt. Und so musst du sein und du musst immer weich sein und du musst immer weich reden. Ja, so ist es gut und es ist immer Zeit für alles. But there's also a time for everything. Yes. So at first, German women are going to have. Also, als erstes, die deutschen Frauen müssen eine viel größere Rolle annehmen. Und das ist hart für sie. Und man muss es ihnen zeigen, wie man das macht. Nicht als jemand, der sich über sie stellt und sie runterdrückt, sondern als jemand, der mit ihnen direkt spricht. Du bist eine Frau, die zu deutschen Frauen spricht. Und du sagst es wie dieses einfache kleine Lied von der Frau.
Okay? Yes. And I'm thinking to myself, that little song. Ich denke mir, dieses kleine Liedchen schafft mehr Gutes als alle Doktoranden in Deutschland, die zur gleichen Zeit reden. Okay? I so agree. Yes. Yeah. And also Germans are going to have to become. Und die Deutschen müssen auch spirituell wieder stärker werden. Es ist mir egal, wie sie es machen. Ich gehe auf meinen Dachboden in mein geheimes Zimmer, gehe auf die Knie und bete, Gott, zeige mir, was meine Motive sind. Zeige mir, hilf mir, jemanden zu finden, dem ich Worte sagen kann, die bei anderen Menschen wirken. Lass mich nicht scheitern. Don't let me fail. Don't let me betray these people. These are. Lass mich nicht mit diesen Menschen handeln. Es sind wunderbare Menschen. Und sie sind offen und sie sind sensibel. Und lass mich sie nicht in irgendeiner Weise verletzen. Okay, aber es ist mir egal, wie die Leute das Göttliche finden. Ich bin kein Prediger, okay? Und ich habe nicht alle Antworten. Aber ich weiß, dass die Antwort in der Liebe liegt, von der ich fühle, dass die Antwort schließlich kommen wird. Die ist weggegangen. Was ich spüre, ist, dass uns die Energie unserer Ahnen bis zu einem gewissen Teil fehlt, weil wir diese Liebe nicht mehr empfinden und damit auch die Leistung unserer Ahnen nicht mehr ehren und respektieren. We don't feel the energy of our forefathers. We can't feel it anymore, and that's why we don't respect it, and we don't mm-hmm. we can't use this energy to make a life out of it. Yes, that was exactly our plan. Das war genau der Plan. Das ist das, was ich jetzt gespürt habe, wo auch gestern mit ihren Worten und wo ich ganz tief gemerkt habe, diese Energie fehlt uns und diese Energie können wir nur durch die Liebe zu unserer Heimat, zu unseren Wurzeln wieder zurückholen und zurückgewinnen. That is exactly what she felt, what you said yesterday, and through love we can find back to our roots, to our home country. Yes, what you have both in your land and within your soul is in perfect unity. Was wir in unserem Land haben, in unserer Seele, ist eine perfekte Einheit. Mm-hmm. But that does not please those outside, those strong men who came from outside. Aber das gefällt diesen starken Männern, die von außen kamen, natürlich überhaupt nicht. Was können wir tun, um zu dieser Liebe wieder zurückzufinden? Und weil ich denke, wenn die Leute, die diese Liebe noch spüren oder vielleicht auch heute durch dieses Interview, wo ein Funken wieder gezündet ist, wenn ihr in euer Herz, in eure Seele geht und vielleicht spürt es, was ich gestern gespürt habe bei den Worten, dass wir die Spaltung nur damit überwinden können und gemeinsam aufstehen können. What can we do to find back our love? What we realize when people are through this interview, yeah, are finding a little spark of this love, mm-hmm. yeah. What can we do to grow this love? That's a good analogy because. And I have had to be so patient for so long and often felt like giving up. Das ist eine gute Analogie. Er fühlt schon so viel, seit Jahren fühlt er schon diese, diese Liebe und er hat schon beinahe aufgegeben. Ja. But now the spark is starting to appear all over Germany. Ja. Aber jetzt kommt dieser kleine Funken raus, überall in Deutschland. Mm-hmm. People have lived in a false sense and they have lived controlled for just about long enough. Wir haben schon so lange in einer falschen Umgebung und in einem falschen Sinn gelebt, sehr lange. So now what you need is perspective. You need the right perspective because your mentality must change. Wir brauchen jetzt die richtige Perspektive, weil unsere Mentalität muss sich ändern.
not change to something that is exaggerated or false. Nicht etwas, was falsch ist, ja. Simply to release what is already there. It's more than good enough. Sondern wir müssen einfach das rauslassen, was schon da ist, und das ist schon viel, das ist gut. Mm-hmm. A new anthem last night, a new piece of music. Ich habe ein Stück Musik hochgeladen gestern Abend. I think my wife put it up online. Also meine Frau hat das hochgeladen. That's that williamtoll.de. Und auch williamtoll.de gibt's das. It's also probably on Telegram. Und es ist wahrscheinlich auch auf Telegram. Under the name of Eine Deutsche Frau. Unter dem Kanal Eine Deutsche Frau. Just a very simple young lady from the Black Forest. Es ist eine ganz einfache, schöne Sängerin aus dem Schwarzwald. If you ask her to sing a song, und wenn man sie fragt, dass sie ein Lied singen soll, she blushes. Dann wird sie ganz rot. I like that. Und das mag ich sehr. She's not professional. Das ist nicht so perfekt professionell. She sings from her heart. Aber sie singt aus dem Herzen. I wrote a little poem called Liebe heilt. Ich habe ein Gedicht geschrieben für sie, das heißt Liebe heilt. And her and her husband turned it into a piece of music. Und sie und ihr Ehemann haben das dann vertont in Musik. And I'd like to use that as an anthem for the summer of freedom. Und das hätte ich gerne als eine Hymne für unseren Sommer der Freiheit. I'd like you to listen to it. Und das wäre schön, wenn ihr euch das anhört. Yeah. Du lebst in einem Land der reinen Liebe quellt, klar wie ein Diamant, harmonisch schön und hell. Und deine deutschen Ahnen, sie liebten dieses Land, die Vorväter, sie kamen mit Herz und festem Stand. Wenn du's genauso liebst, so liebt es dich zurück, und du dein Herz ihm gibst, dann schenkt dies Land dir Glück. Du schöne deutsche Seele, mit Geist, Herz und Verstand, du strahlst in deinem Strahlen, erstrahlt auch dieses Land. Die alten tiefen Narben, sie heilen und verblassen, der Angst und Kriege gaben, in Liebe losgelassen. Du bist frei von Scham, frei von Schuld, endlich bist du frei. Unser Deutschland ist in Liebe geheilt. Die roten Wangen glühen einer verliebten Frau, so unschuldig im frühen, funkelnden Morgentau. Die Zukunft wie ein weißes Blatt, ganz frisch, so neu und eben, lebendig, frei, so rein und glatt, wir dürfen uns vergeben. Die Wunden sind geschlossen, die deutsche Schuld erlischt, Tränen sich einst ergossen, nun sind sie fortgewischt. Du bist frei von Scham, frei von Schuld, endlich bist du frei. Unser Deutschland ist in Liebe geheilt. Du bist frei von Scham, frei von Schuld, endlich bist du frei. Unser Deutschland ist in Liebe geheilt.